Es existiert kein Frieden zwischen den Sternen. Nur ewiger Krieg. Nein, nein, nein! Es gibt keine Hoffnung mehr. Wir sind verloren. Der Imperator hat uns verlassen. Beruhige dich, Soldat. Der Imperator wacht über uns. Und wenn wir heute sterben, so tun wir es aufrecht. Du hast leicht reden, Agrivius. Du warst nicht da draußen. Ich schon. Sie sind wie verdammte Ameisen über uns hergefallen und haben uns einfach weggewischt. Zuerst war es fast wie eine Parade gewesen. Unsere Flotte hat die meisten ihrer Schiffe vernichtet, bevor sie landen konnten. Bevor dieses Riesending aufgetaucht ist. Jetzt ist unsere Flotte nur noch Asche. Ihre Feuerkraft ist einfach... Du bist das Erbärmlichste, was mir je untergekommen ist. Warum stirbst du nicht einfach und erlöst uns von deiner Ketzerei? Ketzerei? Hüte deine Zunge, Miora! Sonst war's, Cunningham. Ach, scheiß doch auf diese ganze verdammte Sache. Vielleicht sollten wir uns einfach ergeben und hoffen, dass sie uns... Genug davon. Ruhe jetzt. Du sagtest, du kommst direkt von den inneren Befestigungen. Wie sieht es dort draußen aus? Erstatte endlich Bericht, Soldat. Du kannst dir deinen Bericht sonst wohin stecken. Cunningham. Scheiß drauf! Miora, du hast auch keine Ahnung. Du warst hier drin die ganze Zeit. Du hast nicht mitgekriegt, was da draußen vor sich geht. Ich lass mir doch von einem Versager wie dir nicht sagen, dass ich keine Ahnung habe. Du bist ein Feigling, Cunningham. Feigling? Feigling? Ich wäre da draußen fast draufgegangen. Du bist ein Soldat. Erinnere dich gefälligst an deine Ehre, Cunningham. Ach, scheiß auf die Ehre. Ich hab die Schnauze voll. Beruhigt euch bitte beide jetzt. Halt's Maul, Agrivius. Halt du dein Maul, Cunningham. Alle Stimmen wurden leiser. Die Stille des Kosmos, das Meer aus Emotionen rückte näher. Auch sie waren dort. Alles war dort. Der Imperator beschütze uns, flüsterte Merinia. Sie war die letzte Astropatin von Kersund und betete erneut, ohne Unterlass. Mit unverminderter Geisteskraft schickte sie ihre Botschaft um Hilfe durch den Kosmos. Terra war viele Lichtjahre entfernt, dazwischen lagen tausende andere Welten, und doch spürte sie die Nähe des goldenen Throns so deutlich wie nichts anderes, trotz unzähliger Ablenkungen. Heiliger Thron von Terra, Imperator, verleihe uns deine Kraft, wisperte sie wieder. Ihr Blick drang durch Planeten, Wolken, durch Stahl, Schatten und Fleisch, dorthin, wo das Licht der Menschheit am hellsten und reinsten erstrahlte. Um sie herum schloss sich ein Ring aus Dunkelheit, eine fahle blaue Hand, die ihren Würgegriff immer mehr um ihre Kehle und die von ganz Kersund verstärkte. Die feindliche, außerirdische, von dreckigen Mutanten ausgehende psionische Kraft hatte etwas befremdlich Unerfahrenes an sich, war aber dennoch von enormer Stärke. Eine Stärke, die eine einzelne Astropatin nicht auf Dauer standhalten konnte. Bald würde sie keine Luft mehr bekommen. Die unsichtbare Hand würde sich um sie selbst und den ganzen Planeten schließen und allen Mut aus den Herzen der Diener des Imperiums verdrängen und mit Todessehnsucht ersetzen. Viele Stockwerke unter ihr in der Foyerhalle des Turms nahm sie schwach die Präsenz dreier Soldaten wahr. Eine krude Mischung aus Verzweiflung, Mut und Unentschlossenheit. Ich soll Bericht erstatten? Also gut, ich erstatte deinen verdammten Bericht. Wir können nicht mehr raus. Es gibt keinen Fluchtweg mehr. Sie haben die dritte Brücke überwunden und stehen vor den Toren. Wir werden alle sterben. Unsinn. Wenn es so wäre, würden sie keine Zeit verlieren und wären schon längst hier in die Halle eingedrungen. Sie sind nicht töricht. Sie wissen, dass die letzte Astropatin immer noch ihre Hilferufe durch den Kosmos nach Terra sendet. Sie auszuschalten ist ihre oberste Priorität. Danach werden sie Kersund vom Imperium isolieren und ihrem sogenannten Imperium einverleiben. Das stimmt vielleicht. Aber es gibt trotz allem kein Entkommen für uns. Sie sind überall. Diese blauhäutigen Missgeburten werden uns alle vernichten. Vielleicht hat die innere Stadtwache sie aufgehalten. Es wäre doch möglich, dass... Was weißt du schon, Agrivius? Du bist nicht mal ein richtiger Psioniker, nur ein dämlicher Mechaniker. Sprechen Sie nicht in diesem Ton mit meinem Herren, Gefreiter. Sonst muss ich Sie wegen Insubordination bei Ihrem befehlshabenden Kommandanten melden. Tu dir keinen Zwang an, Servitor. Glaubt ihr ernsthaft, das macht jetzt noch einen Unterschied? Wir sind so gut wie... Das Tor öffnete sich mit einem schweren, infernalischen Scharren und herein trat ein von Staub und Dreck bedeckter, uniformierter Offizier, dessen Blick sich nur auf einen der drei Anwesenden richtete.
Schnellen Schrittes näherte er sich, lud seine Laserpistole durch und schoss Cunningham ohne zu zögern in den Kopf. Fassungslos, aber mit einer gewissen Erlösung in ihren Mienen, schauten die beiden anderen auf den reglosen Leichnam herab. Wer sind Sie? Kommissar Juri Bastow, 4. KDA-Regiment. Unsere Psioniker haben den Hilferuf aufgefangen. Meine Kompanie landete in der Nähe des Stadtkerns. Wir haben nicht viel Zeit. Wie steht es um die Astropathin? Saskia Miura, Herr Kommissar, Leutnant und Kommunikationsoffizier des 1. Kasund-Regiments, salutierte Miura. Auf Befehl der einzig verbliebenen Astropathin sind ich und der Psioniker Tilius Agrevius für die Abschirmung der Kommunikation verantwortlich, Herr Kommissar. Bislang senden wir ohne Unterbrechung, aber die Störungen nehmen von Sekunde zu Sekunde zu. Bald werden wir... Das reicht mir, Leutnant. Die Tau sind zu zahlreich, um einen momentanen Sieg zu erringen. Wir werden uns auf einen der Monde von Kaurava zurückziehen, bis Verstärkung eintrifft. Bewaffnen Sie sich und folgen Sie mir. Aber Herr Kommissar, die Astropathin, sie ist ohne uns schutzlos und... Vom immerwährenden Glauben an den Imperator erfüllt und wird ihre Pflicht tun bis zum Ende. Genau wie wir. Ja, natürlich, Herr Kommissar. Miura betätigte einen Schalter, woraufhin sie zwei Lasergewehre aus einer Nische zog und eines davon an Tilius weiterreichte. Der Kommissar trat an das Tor und öffnete es, doch als der Lärm der Schlacht ohrenbetäubend anschwoll und die Flügeltüren sich gänzlich geöffnet hatten, entfuhr dem Kommissar ein warnender, unartikulierter Schrei, woraufhin er von einer unsichtbaren Kraft zurück in die Halle geschleudert wurde. Miura und Tilius standen für einen Augenblick absolut perplex da, als 5 Gestalten direkt vor ihnen sich wie eine Truppe Geister materialisierten. 4 kleine, fast zwergenhafte Gestalten in gelben, mit roten Streifen versehenen Rüstungen umgaben einen viel größeren, in fremdartige Gewänder gehüllten Anführer. Nur sein Kopf war unbekleidet und seine Haut glänzte von tiefstem Blau. In den Augenhöhlen leuchteten rubinrote Augen auf. Und in seiner Rechten hielt er einen Stab, der einer langen Wurzel unbekannten Holzes glich und an dessen Spitze sich eine sternenhelle Explosion immer wieder aufs Neue ausbreitete und zusammenzog. »Kraunau, Namelai Takna«, sagte das hochgewachsene Alien mit einer Boshaftigkeit in dessen Miene, wie sie nur einen Todfeind der Menschheit aufzubringen imstande war. »Ergebt euch! Wo ist euer Psioniker?« übersetzte Tilius sofort, woraufhin der Kommissar sein Kettenschwert zückte und auf die Leibwache des Anführers losging. »Beim goldenen Thron von Terra! Angriff!« fauchte er. Und Miura sowie Tilius zögerten keine Sekunde, ihre Lasergewehre auf den vordersten des 5er-Trupps abzufeuern. »Crew«, gab der blaue Kalt von sich, woraufhin die 4 Leibwachen des Wesens zum Angriff übergingen. Während des Nahkampfes, der Kommissar zersägte 2 der 4 kleinen, gerüsteten Soldaten, wurde Miura vom blauen Plasmafeuer erfasst und erfuhr eine schwere Wunde in Brusthöhe. Der Schuss schien durch sie durchzudringen und zerfetzte den Servitor, der hinter ihr stand. Mehr aus Zufall als aus wirklicher Zielkunst erzielte Tilius einen Kopfschuss bei einem der Gelben. Als nur noch der große Blaue übrig war, verlor Bastow keine Zeit und ging auf ihn los. Doch das Kettenschwert fuhr nur noch durch eine Illusion, ein Trugbild, das sich auflöste, als er seinen Streich vollendet hatte. Das Kettenschwert schnurrte unzufrieden. Der Kommissar schaltete ab und näherte sich rasch dem verwundeten Leutnant. »Zur Landezone, schnell!« stieß er aus und stützte Miura gemeinsam mit Agrevius. »Er will zur Astropathin«, sagte Miura schmerzverzerrt und schrie in ihrer Pein mehrmals auf, als sie die Halle des Turms schließlich verließen. Draußen tobte die Schlacht. Die Tau hatten ihr Kommandoschiff bereits in den tiefen Orbit von Kasund gebracht. Und das titanische Schiff hing dort oben wie eine Festung, verdeckte den Himmel, die Sonne und sandte unzählige Jäger und Bomber aus, welche die einstmals imperiale Welt mit Vernichtung überzogen. »Hier entlang«, schrie Bastow über den Lärm hinweg, zog die beiden Soldaten an der nächstgelegenen Mauer entlang und feuerte immer wieder zuckende Geschosse in Richtung Front, deren Soldaten scheinbar alle Hoffnung eingebüßt hatten. Jedes Mal, wenn Tilius einen Blick in die Richtung des Feindes richtete, sah er verzerrte Gesichter, aufgegebene Geschützstellungen und durch Trümmer und Mauerteile brechende Kampfläufer, die wie die besiegte Leibgarde des Alien-Anführers gelb und rot gestreift waren und mit ihren Rückengeschützen auf den letzten Ort der Verteidigung Kasunds feuerten. Gesichter, die sich im Feuer auflösten.
Ganze Körper imperialer Soldaten, die schreiend und in fremdartig orange leuchtenden Feuern den Imperator um Erlösung anriefen, bevor sie leblos und verkohlt auf der blutgetränkten Erde liegen blieben. Und überall die gelben, eifrig kriegerischen Zwerge, die jubelnd ihre Blastergewehre in die Luft reckten, während sie Krater um Krater, Stellung um Stellung, Graben um Graben für sich beanspruchten. Miora, keuchte Tilius. Ist schon gut, mir geht es prima, antwortete sie, während ihre Stimme von nahen Detonationen verschlungen wurde. Inmitten unaufhörlichen Trommelfeuers landete der Transporter der imperialen Armee direkt vor ihnen. Tilius sah sie alle drei bereits als Leichen unter unzähligen anderen Leichen und war umso mehr erleichtert, als er an Bord gelangte und Miora gemeinsam mit Bastov auf eine Bahre ablegte. Sofort starten, brüllte der Kommissar. Zusammen mit Agrevius stand er hinter den drei Piloten. Sie gaben ihr Bestes, das Schiff durch das Chaos zu manövrieren, aber die Tau waren zu zahlreich. Ein Treffer, Achtern! Wir haben einen Schirm verloren! Noch so ein Treffer und das Spiel ist aus! Der Imperator steht uns bei, monierte einer der Piloten. Wir schaffen es nicht, ließ sich ein anderer vernehmen. Lange aufgestachelter, hysterischer Schmerz lag in dessen Stimme. Tilius spürte die nachlassende Moral der Besatzung. Er sah, wie Kommissar Bastovs Hand zu dessen Laserpistole wanderte. Dieser würde nicht eine Sekunde zögern, die moralischen Unzulänglichkeiten der Besatzung mit einem einzigen Schuss zu beseitigen. Sich dessen mehr als bewusst, legte Tilius seine Hand auf die Schulter des zweiten Piloten, spürte dessen Angst und nahm sie in sich selbst auf, wobei er sie mit allem Mut zu ersetzen versuchte, der ihm selbst noch innewohnte. Und beim Imperator, er rang wie niemals zuvor darum, jede einzelne Nuance Mut, Glauben und Zuversicht aufzubringen, um sie alle aus der Reichweite der Tau zu befördern. Der zweite Pilot drehte daraufhin seinen Kopf zu Agrevius' Hand, schaute zu ihm auf, und Tränen rannen über dessen Wangen. »Wir schaffen es! Beim Imperator! Wir werden es schaffen!« rief dieser und zündete endlich die Nachbrenner, die sie schließlich aus der Atmosphäre von Kasund katapultierten. Miora lag reglos auf der Bahre, ein handgroßes, geschwärztes Loch in ihrer seitlichen Brust. Tilius ließ sich schwach auf die an der Wand eingelassene Bank neben ihr fallen und legte seine Finger an ihren seitlichen Hals, um ihren Puls zu fühlen. Bastov trat an seine Seite. »Sie ist tot«, sagte der Psioniker kühl, bevor ihn alle restliche Kraft verließ. Der Kommissar legte nun seine Hand auf Agrevius' Schulter und gab ihm damit neuen Mut. »Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Wir sind in Sicherheit. Sie ist nicht umsonst gestorben.« Tilius nickte. Am Bugfenster stehend sah er auf die gefallene Welt Kasund hinab, sah immer wieder neue Schiffe aus dem Warp auftauchen. Die Belagerung würde sich nun auf alle anderen Länder und Städte des Planeten ausbreiten. Die Tau, das sogenannte größere Wohl dieses fremdartigen Imperiums, hatte gewonnen. Aber nur für heute. Mirinia gab sich große Mühe, streckte ihre Sinne fast über den gesamten Planeten, aber Menschen konnte sie keine mehr ausmachen. Mutlos brach sie alle Kommunikation ab. Sie war zu schwach, der Turm unter ihr eingenommen und die Versiegelung zu ihrer Meditationskammer gebrochen. Sie schloss die Augen. Ein schnelles Blinzeln und sie sah die Schleuse der Kammer geöffnet. Ein weiteres Schließen, ein Blinzeln und sie schaute in ein tiefblaues Gesicht, in rotglühende Augen, die sich in ihren Geist bohrten und die Hand, die ihre Kehle nun fester und enger denn je zuzuschnüren begann. »Meridna foron Kyres«, hörte sie, als sich eine wirkliche Hand aus Fleisch und Blut um ihre Kehle legte und tatsächlich mit aller Kraft zuzudrücken begann. Und die Kraft dieser Hand war gewaltiger als alles, was sie zu kennen glaubte. Mirinia spürte förmlich, wie die letzten Tropfen ihres Lebens langsam aus ihrem Körper flossen und sie konnte nichts dagegen tun. »Für den Imperator«, entrangen sich die Laute ihrer Kehle, woraufhin das Alien sofort zu reagieren schien. Ein Ausdruck verächtlichen Entsetzens lag in der tiefblauen Miene und im allerletzten Moment ihres Lebens sah sie ein Fenster in ihrem Geist offen stehen. In der Sekunde ihres Todes, durch dieses Fenster hindurch, sah sie das Imperium der Tau, schwebte wie ein fliegendes Auge über die Kernwelten der Aliens, die das abstoßende Gegenstück zu Terra darstellten.
Er blickte, als hätte ihr Gegner es genauso gewollt, den Rat der Herrscher der Tau und einen Imperator eines anderen schändlichen Volkes in roten Streifen und gelb und golden schimmernden Gewändern auf einem Thron hoch oben über gigantischen Metropolen. Alles erstrahlte in Meeren von Silber und glänzte in fast diamantener Reinheit. Dann fühlte sie den letzten Moment, als der fremde Alien-Anführer zuletzt zudrückte und sie mit aller Boshaftigkeit mit einem dumpfen Lachen zu verhöhnen begann. Die Hand ließ los und schließlich hauchte Mirinia ihr Leben aus. Mit ihren letzten Worten und einem zufriedenen Lächeln auf ihrem ansonsten verzerrten Gesicht wisperte sie: »Für den Imperator!«